Herr Fendrich, im Rahmen der Open Air Tour 2005 geben Sie heute ein Konzert in Schloss Grafenegg. Was war der Anlass für diese Location? Man kann sich als Künstler nicht aussuchen, wo man spielt. Man wundert sich immer, wie schön es oft ist, wenn man wohin kommt. Und genauso ist es gegangen in Grafenegg. Wir wurden engagiert. Ich wusste weder, wo Grafenegg ist, obwohl ich schon lange in Niederösterreich wohne, gelebt habe. Ich bin jetzt nicht mehr in Österreich. Wusste auch nicht, dass das ein Metternich-Besitz ist und habe mich da kurz einer Führung angeschlossen. Das war sehr interessant. Aber ich kann nicht aussuchen, wo ich spiele. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt dort und dort spielen. Was darf sich das Publikum vom heutigen Konzert von Ihnen erwarten? Naja, das Publikum darf sich erwarten, erstens einmal das, was es von mir kennt, und dann, weil es auch ein Jubiläum ist, spielen wir Dinge, die wir gerne gespielt haben, die ganzen letzten Jahre. Und es ist eine interessante Mischung entstanden, die bis jetzt beim Publikum in den vergangenen Konzerten ganz gut angekommen ist. Spielt man ältere Songs noch genauso viel mit Freude wie in den Anfangszeiten oder macht man das eher, weil sich das Publikum erwartet? Naja, das, schauen Sie, die Zauberflöte singt man immer noch gerne, obwohl es so eine alte Oper ist. Das hat nichts damit zu tun. Wenn man ein Theaterstück spielt, dann ist das eine Interpretation von etwas. Und das ist nicht die Frage, ob man das jetzt lange komponiert hat, schon, ob das etwas Kurzes ist. Die Interpretation ist über das Erhaben. Man wird Sie demnächst wieder im Fernsehen als Moderator sehen. Ist es ein Hobby von Ihnen geworden, ein liebgewordenes Hobby? Ja, Hobby ist vielleicht richtig. Naja, es ist natürlich Fernsehen etwas, was für mich immer sehr reizvoll war, weil man sehr viele Leute erreicht, weil das Format, das ich jetzt für den ORF präsentieren darf, sehr spannend ist, weil es eine sehr erfolgreiche Show ist in über 30 Ländern der Welt, läuft Deal or No Deal. Und weil es wieder mal was anderes ist. Also man muss sich wieder auf andere Dinge disziplinieren. Es ist wie ein Sparring fürs Hirn. Man muss sich wirklich darauf konzentrieren, was die anderen von einem wollen. Wenn ich da auf die Bühne gehe, kann ich machen, was ich will. Das heißt, Sie erreichen auch sehr viele Fans wieder über das Fernsehen und wir wünschen für das heutige Konzert viel Erfolg. Dankeschön. Wenn man so sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert, dann hat man natürlich die Qual der Wahl. Ich habe ja erst wieder Lieder geschrieben und es ist natürlich schwierig, das irgendwie häufig an einem Abend unterzubringen, zumindest die Quintessenz davon. Natürlich wollen wir das spielen, was man hören will, aber zu meinem Jubiläum haben wir gedacht, ich gönne mir auch eine kleine Freude und spüre ein paar Lieder, die mir besonders gut gefallen haben, immer vom Spielen, die wir gerne gespielt haben und immer wieder gerne spielen. Und da ist ein sehr interessantes Programm zustande gekommen und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie mir. Haben Sie mich schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon?